Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. Ja, letztes Mal hatte ich eine Blödsinnsidee und die setzen wir diesmal um. Wir schauen mal, wie gut das funktioniert. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal die dritte. Oh Gott, das wird lustig. Das wird echt lustig, das sage ich euch. Jetzt geben wir mehr Power. Volle Energie. Bin ich gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Es funktioniert. Nee, oder? Wir heben ab. Wir heben ab. Oh oh. Oh oh. Irgendwie kommen die nicht so ganz zurecht mit dem gerade Fliegen. Deswegen war das ja auch ein Test. Das war knapp. Okay, eins merken. Es ist eine gute Idee, bloß es funktioniert nicht. Hoppala. Ich glaube, ich bleibe lieber bei den Standard-Rack. Ich habe dafür echt... Ach, weil ich einen Flug gemacht habe, kriege ich dafür Punkte. Okay. Aber wir können jetzt erstmal Dings machen. Eine neue Rakete. Eine gute Rakete. Wir haben Seitwärtsantriebe. Die sind fucking groß. Okay, aber wir können jetzt mal... Haben wir große Antriebe? Nice, wir haben kleine Mini-Antriebe. Bedeutet, ich weiß, ich höre mich an wie so ein Kleinkind, das gerade komplett überlegt, was ich jetzt macht, aber ich bin wirklich komplett gerade, beim Überlegen, was wir bauen. This is cutting edge, self-contained laboratory. You have ever wondered what happens to something in zero G, or have you ever proud truly? Moment mal, hä? Ich muss mal this register variation anfangen. Come, comes with complete notepad equipment. Bei Engineering Group. Bedeutet, wir setzen dich hier zwischen und du bist zum Deployen? Hä? Wir nehmen es einfach mal mit. Fuck that shit. So. Bedeutet aber, wir brauchen auch mehr Fallschirme. Scheiße, wo setze ich denn die jetzt hin? ja. Gute Frage, mein... Not other well parts to touch... What? Ich weiß bloß nicht genau, wo ich die hinsetze. Kann ich die hier hinsetzen? Die verbrennen doch dann. Wir probieren es einfach. Wir haben nichts anderes als probieren. Wir müssen in kürzester Zeit eine Weltraumbasis aufbauen. Wir müssen genug Wissenschaft haben, um das zu schaffen. So. Und das Hitcher-Schild ist auch dazwischen. Radiation Panel, das ist... Also, bringt sich das was, wenn ich das jetzt hier anbringe? Ist eine blöde Idee wahrscheinlich, aber es könnte funktionieren. Es soll ja into space Hitze entlassen. Wir nehmen es einfach mit. So. Erste Stage. Großes Ding. Mit kleinem Antrieb. Das wird eine beschissene Idee. Das ist eine richtig beschissene Idee, was ich habe. Aber nichts wird ohne
Kopieren gelöst. Dann brauchen wir einen mittelgroßen Antrieb mit zwei von diesen Dingern. So, da kommst du ins Spiel. Jetzt bräuchten wir so ein Structural Kabel, aber die haben wir ja nicht mal. Das ist voll kacke, das finde ich gerade so beschissen. So, setz mal so hin. Ich habe Angst, dass das in der Mitte anfängt zu wackeln. Das ist mein Problem momentan. Wovor ich am meisten Schiss habe eigentlich. Aber da können wir ja eine Abhilfe geben, indem wir... Was müssen wir nachmachen? Ah, fuck. Come on. Hilfe. Ach, scheiße. Das ist die einzige bewegliche bei... Ach, scheiße. Service. A heat resistant service bay. Idle for protecting little instruction, small device, service components such as RCS tanks, batteries, attack. Genau, ich wollte die Tanks jetzt da anbringen. Ich weiß selbst nicht, was ich da bauen will immer. So, und da kommen jetzt große Tanks dran. Große Booster, die da. Wenn es funktioniert, dann betragen die uns bis ins Weltall. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Wenn nicht, sind wir im Arsch. So. So. Dum, 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 dum. Ich dann noch irgendwas dran? Ah ja, genau. Flügel wäre praktisch. Helfen. Und die genauso einfach innen. Weil die uns einfach Stabilität geben. Das ist Service. Nee, Experiment. Da fehlt nee. Und UNN. Safe. Ich bin gespannt. Wir haben keine Structural Cables, mit denen ich jetzt liebend gerne arbeiten würde. Ich glaube, ich rede schon wieder gegen die Wand, kann es sein? Bam. Wir müssen es nur ins Weltall schaffen. Nur ins Weltall. Das wäre alles, was ich haben wollte. Okay. 3. Stimmt eh alles. Nee, das stimmt schon wieder das nicht. Die müssen gleichzeitig zünden. Und vor allem an letztes. 3. 2. Es könnte funktionieren, ich bin mir nicht sicher. Das Benzin geht ziemlich schnell runter. Und es wird instabil. Es wird instabil. Das ist, was ich befürchtet habe. Wir haben keine Structural Cables. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Beruhig dich mal, beruhig dich. Weg dich nach oben. Dreh gegen! Mindestens ins All muss ich kommen. Das ist mein mindestes Anliegen. Guck mal. Kommen sowieso, glaube ich, nicht ins All, kann das sein? Tun wir resetten.
Und du nochmal observen. Und die tun jetzt Hitze nach außen schicken, oder wie? Wie weit fliegen wir denn noch über Kerbin? Es wird noch mehr, das ist erstaunlich interessant. Ich mag hochkommen. Weil die Daten können wir eigentlich jederzeit dann wieder abschicken. Reset. Outer Space, wir kommen. Jetzt gehen wir in die erste Flugposition. Ich hoffe, das funktioniert, was ich jetzt vorhab. Ansonsten ist Bild tot. Ansonsten ist Bild tot. Also es kann entweder funktionieren oder schief laufen. Es gibt immer nur zwei Optionen. Ich glaube, wir fliegen gerade in die Sonne oder gegen die Sonne. Eins von beiden machen wir auf jeden Fall. Es wird ja auf jeden Fall heller oben. Aber mit denen kommen wir auf jeden Fall viel weiter. Wenn wir überlegen, wir tun jetzt schon ewig lang mit dem einen Tank hier arbeiten, das ist super. Das ist einwandfrei. Die Rakete muss nur noch funktionieren. Dafür bräuchten wir Structural Cable. Bloß sowas haben wir nicht, leider. So, jetzt ist unser Benzin auch alle. Schaut mal, wie weit wir gekommen sind. Wir haben es von einem, wie viel, 40.000, 60.000 Meter Flug auf 150.000 Riesenorbit geschafft. Das ist genial. Bedeutet, wir gehen jetzt an den höchsten Punkt. Danke. So. Machen hier einmal Observe. 25 Punkte bringt das. Nice. Reset Goom Kanister Observe. Das bringt genau 0,5. Ein Crew Report. Bringt sich nichts. Machen wir ein EVA mal. Crew Report. Nein. EVA Report bringt sich auch nichts mehr. Schade. Abkoppeln. In die Gegenrichtung steuern. Und bereit machen für die Landung. Weil die wird holprig. Weil die wird holprig. Und ich weiß nicht, wie gut das wird. Ich weiß nicht, ob es besser ist, hart, also gerade nach unten in die Erde einzutreten oder ob flach besser ist. Da könnt ihr mir auch mal Infos zu geben, was ihr davon haltet. Ist flach besser oder ist steil besser? Was denkt ihr? Da steht sogar was drauf. Man kann es bloß nicht lesen. Schade. Schade, 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 schade. Und der Wiedereintritt beginnt. Momentan schaut alles sehr gut aus. Momentan schaut es gut aus. Wir treten ziemlich schnell in die Atmosphäre ein. Sehr schnell. Wir haben noch 6000 Fuß. Oder 6000 Meter. 5000, 4000, 3000. Gott! Brems runter, du scheiß Ding. 1000 Meter. Gott! Müssen wir ziehen? Wir müssen ziehen. Wir müssen sowas von ziehen. Aber die Idee mit dem Obenteil ist schon mal nicht schlecht. Das funktioniert. Die Rakete allgemein hätte super funktioniert. Wäre da nicht der Punkt gewesen, wo es nicht funktioniert mehr hat. Oh, so.
Oh, die Rakete war erfolgreich. Bei mir, jedes Mal, wenn wir eine neue Rakete sind, jedes Mal geht mir so richtig die Binse. Vor allem, weil wir jetzt so spät erst runtergebremst worden sind. Und das hat mir extreme Angst gemacht. So, Recover Vessel, so viel haben wir jetzt nicht gesammelt. Wir haben nur einmal diese Science gemacht im Weltall. Ich weiß nicht, kann man damit jedes Mal was machen? Oder ist das nur einmal und back? Mein Ziel wäre auch irgendwie zum Mond zu kommen, bloß ich komme da nicht hin. Das ist mein Problem. Ja, jetzt haben wir 41 Punkte wieder. Dann nice. Wo gibt's denn die Strutshow? Da. Die brauchen wir. Genau die brauchen wir. Und ich weiß auch genau, wie wir das machen. Ich habe genau den Plan, wie wir die paar Punkte kriegen, damit wir diese Dinge machen können. Ich will sie endlich zum Mond. Und das machen wir sogar noch in dieser Folge. Wir launchen einfach mal das Projekt hier. Da-dam. Da-da-dam. Da-dam. 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 So. Machen wir mal das hier. Und 7,5 Punkte. Da kriegen wir auch nochmal 3 Punkte. Nice. Kriegen wir von dir auch nochmal Punkte? Okay, aber wir können jetzt recovern und wir haben die Punkte, die wir brauchen. Woo! Jawoll, ja. Ja, alle Punkte, die wir brauchen. Nice. Und jetzt gehen wir hier rein und holen die Structural Things. Sogar Abschussteile haben wir jetzt. Nice. Oh, wie schön. Da kriegen wir schon die Landing Gears und große Parachutes. Große Antriebe, größere Flugzeugteile, damit ich noch mehr Scheiße bauen kann. Bessere Flügel für Raketen. Da rein hätte ich investieren müssen. Satelliten. Oh ja, Satellitenteile. Jawohl, genau das will ich haben. Batterien, auch gut. Kriegen wir da auch ein Solarpanel? Nein, schade. Wo kriegen wir den Strom? Da kriegen wir das erste Mal Strom, die ersten Paneele. Und auch Lichter. Ausstiegshilfen und Flug Processing Lab. Kann man da. Jawohl, ach guck mal an. Service Bay groß. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Das wird der Teil sein, wo wir anfangen können mit dem Docken. Oder kurz davor sind mit dem Docken. Da beginnt es erst hier unten. Da unten beginnt es erst. Schade. Und da kriegen wir außerdem die ganz dicken Dinger. Da kommen die großen Flugzeuge. Und. Das wird alles noch sehr spannend. Auf jeden Fall, Leute, ich überziehe schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Ist kostenfrei und würde mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir die Rakete verbessern und dann nach oben schicken und schauen, ob wir bis zum Mond kommen.